Guten Morgen. Es scheint, es wurde doch noch nicht hell. Wahrscheinlich wurde es, oh, ich muss mal leise machen. Wahrscheinlich wurde es nur heller, weil halt das Gewitter aufgehört hatte. Oder wird es schon wieder dunkel? Nein, es wird doch wirklich hell jetzt gerade, oder? Ich bin manchmal ein bisschen verplant. Doch, es wird bestimmt hell. Doch, 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 es wird hell. So, guten Morgen zu Tag 12. Es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, die allererste Amtshandlung ist erstmal. Da, 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 da. Wie mache ich das jetzt? Oh, guten Tag. Wie mache ich denn das jetzt nochmal? Oh, nein, bloß nicht kaputt machen. Hä? Wie komme ich denn nochmal? Rucksack. Wie komme ich denn sonst nochmal in mein Inventar? Ich habe jetzt wieder länger nicht gespielt, wie man gerade merkt. In die Hände nehmen. Ja, so, jetzt Feuer. So, und jetzt nochmal, wie komme ich jetzt in meinen... Wie komme ich denn jetzt in meinen Rucksack? Wie komme ich denn nochmal in meinen Rucksack rein? Bin ich jetzt gerade bescheuert? Mit E kam ich jetzt gerade hier rein. Wahrscheinlich R für Rucksack. Warte mal. Hä? Ich bin gerade... C, ne? C. Ja, genau. Charakter C. Also, nee. Egal. C. Keine Ahnung. Gerade verplant. Jetzt erstmal. Den Fisch werden wir jetzt erstmal benutzen. Genau. So. Braten. Ne? Alle erstmal natürlich. Schildkröte, pass bitte auf mit dem Feuer. Danke. So, und jetzt machen wir das hier nochmal einmal zusammen. Schokoteig! Okay. Ich meine, klar, der Teig ist natürlich, ja, sehr minimalistisch, wenn man sich das mal vorstellt, ne? Also Kakao und zusammengemanschtes Getreide-Vollkornmehl. Und zwar richtig voll Vollkorn. Ja. Okay, gut. Und jetzt benutzen. Wir haben ein Brot, Leute. Ein Leibbrot, extrem sättigend. Genau, sehr schön. Upsala, alles zu viel angeklickt. Ein gebratener Fisch, ja, und zwar 14 an der Zahl. Und den Schokoteig. Auch einmal. Ja, Kekse mit Schokostückchen. Was gar keinen Sinn ergibt, aber egal. Es sind irgendwelche Kakao. Böhnchen, die jetzt da drin stecken. Pulver, keine Ahnung. Yay! 10 Stück an der Zahl. Jetzt haben wir erstmal keine Sorge mehr. Ich würde sagen, wir essen jetzt mal zum Frühstück einen Fisch. Ich würde ja eine Scheibe Brot dazu essen, geht aber leider nicht. Dann ist das ganze Brot weg. Also, ja, schaut, was das bringt. Und auch halt Wasser. Wow, extrem geil. Was machen wir, Leute? Wir bauen unser Baumhaus. Trink nicht mein Wasser aus, Kind, sonst muss ich dich töten. Baumhaus, haben wir das schon gestartet eigentlich zum Bauen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen jetzt mal hier den Stein weg, bevor der Boden versinkt. Wir kennen das ja schon. Die Muscheln bleiben irgendwie liegen, komischerweise. Irgendwie mein Headset wird mal laut. So, das hat gerade nicht so richtig gepasst. Ich weiß nicht, hat mir das schon gestartet? Ich hatte auf jeden Fall gesagt, dass ich das gerne an dem Baum haben möchte. An diesem großen in der Mitte. Weil dann ist es gleich bei unserem Lager. Und wir sind dann auch halt sehr zentral gelegen. Ja. Ach, und halt, wir gucken hier nochmal erstmal natürlich nach Eiern und Pilzen. Weil trotz, dass wir jetzt alles in Ordnung ist, man weiß nie, wir sollten alles mal einsammeln. Und ich will mich ja eigentlich auch nicht nur jetzt hier von Fisch ernähren. Es soll ja alles hier schön durchwachsen sein, meine gesunde Ernährung hier auf der Insel. So gesund wie möglich. Zumindest. Ich glaube, Kakaobohne hatten wir erst eingesammelt, ne? Ja, scheint nichts gewachsen zu sein. Bohne, das ist keine Bohne, das war eine Kakaofrucht. Da, Pilze sehe ich doch schon. Obwohl, das scheint wieder ein Fliegenpilz zu sein, oder? Nee. Braunpilz. Vielleicht sind auch schon wieder Beeren gewachsen. Meine Hauptmaus hat gerade komisch gehangen. Oh Gott, hier unsere Holzfäller arbeiten. Sieht auch nicht schön aus. Ich habe dauernd Angst, dass mich irgendwie hier ein Tier angreift, weil ich hier wieder pflücke und die... Obwohl mit E, mit Pflücken geht es, glaube ich, noch. Wenn ich mit rechte Maustaste mache, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Beeren? Nein, 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 ist alles nicht. Rechte Maustaste, dann ist ja auch pflücken, aber ich glaube dann. Ja,
hole ich halt mit der Hand aus und irgendwie, ach, was weiß ich. Nee, komm, wir machen jetzt erstmal Baumhaus. Scheint keine Baustelle zu sein. Also legen wir mal los. Wie war das jetzt nochmal? Halt, da müssen wir so und den Hammer in die Hand. Und jetzt Gebäude. Baumhaus. Yeah. Genau, das packen wir da hin. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man das drehen kann, aber ist eigentlich auch scheißegal. Das soll da dran. Ich habe die Baustelle angelegt. Hast du das? Ah ja, hier. Doch, sieht man. Was haben wir denn? Ah ja. Ast. Okay, Ast. Äste haben wir noch. Schön. Okay, Baumstämme. Das heißt, wir müssen nochmal dann fällen, natürlich. Alianen werden jetzt noch verbaut. Die brauchen wir. Wir brauchen unbedingt immer eine im Inventar. Falls wir irgendwann mal eine Wunde haben. Weil an ein Blatt kommen wir schnell. Oh, wir haben ganz schön viele Lianen. Okay, Äste brauchen wir noch und Baum, Lianen. Dann gehen wir doch erstmal mit unserem Hammer jetzt an irgendwie hier so einen Lianenbaum dran. Obwohl, nein, ich werde es noch besser machen, ohne dass wir den jetzt kaputt hauen. Wir gehen da... Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber ist egal. Da hatte ich euch, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Mit der Angel dran. Ich weiß, dass es bekloppt ist, aber damit machen wir halt wenig Schaden. Und ich weiß auch nicht, wie ich die Sachen... Ich würde ja auch mit der Hand jetzt gegenschlagen. Oder die Sachen abbrechen. Oder abziehen. Aber ich weiß nicht, wie ich das Zeug aus meiner Hand legen kann, ohne es auf den Boden zu werfen. Und da habe ich Angst, dass es im Boden versinkt. Und ich glaube, es geht jetzt auch nicht kaputt, glaube ich, das Ding, wenn ich da jetzt gegen haue. Wenn wir uns mal unser Netz bauen, dann können wir... Ich habe ein bisschen, da können wir das Netz gegenhauen. Ich bin ein bisschen übermüdet, sorry. Ich habe nicht so gut geschlafen die Nacht. Ich habe ein paar Gedankenhänger irgendwie heute. So. Wir haben ganz schön viel gesammelt schon, oder? 25 Äste, 4 Lianen. Wir brauchen noch mehr Lianen. Mal gucken, wie viel wir tragen können. Wir können auch nochmal an einen anderen Baum gehen. Da vorne ist auch noch so ein Lianenbaum. Blätter, dann kann man die nämlich auch nochmal pressen für Wasser. Ach, jetzt hast du keinen Platz mehr. Warte mal, da liegt jetzt nämlich noch was, würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Die können wir doch pressen. 900 Gramm. Ich weiß gar nicht, wie schwer dann ein Wasser ist. Kann ich das mit einem Stein, oder? Ja. Wie schwer ist das jetzt? 500 Gramm. Ja, cool. Dann siehst du, dann haben wir doch wieder ein bisschen Platz. Können wir jetzt hier noch was einnehmen? Hallo? Nein, du sollst nicht jetzt hier angeln. Nein, 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 Kind. Nein, 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 nein. Nee. Ich weiß. Solltest du auch nicht. Du solltest es hier auf... Nicht genug Platz. Okay, das kriegen wir nicht mehr rein. Dann ess jetzt noch mal was, dann kriegen wir bestimmt die Liane auch noch rein. Mal einen Pilz zwischendurch. Sau eklig. Okay, komm, ess den auch noch. Und jetzt pack mal die... Ja. Sehr schön. Und zurück zur Baustelle. Und wir packen den nochmal in die Hand. Ja, komm. Also Äste haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Da können wir die gleich nochmal ins Lager packen. Haben wir wieder Platz im Inventar. Und dann können wir mal Bäume fällen. Und Lianen brauchen wir auf jeden Fall auch ordentlich noch. Warum haue ich da jetzt gerade gegen? Weil ich bescheuert bin. Ich sag ja, irgendwie übermüdet, irgendwie nicht so gut geschlafen. So, jetzt. Genau, Äste haben wir genug. Ach, wir brauchen gar nicht mehr so viele Lianen. Ja, dann machen wir uns gleich mal ans Abholzen. Vielleicht sollten wir doch mal eine Schaufel bauen. Dann können wir nämlich noch die Baumstämme da ausgraben, bestimmt. Okay, drei Dinger. Drei Lianen noch. Komm, die können wir doch finden, oder? Kommen wir hier nochmal gegen einen anderen gegen. Wird es schon wieder dunkel? Willst du mich denn verarschen? Ich bin doch noch nicht mal müde. Dann lege ich jetzt nochmal eine Nachtschicht ein. Achso, wir sollten vielleicht unsere Äste auch ins Lager hauen. Diane, komm, ich brauche noch ein paar. Kann ich nicht mehr tragen. Ach, es war nur ein Ast. Ha ha ha.
Genau. Ja, pack mal die Äste darüber erstmal. Komplett. Sehr schön. Drei. Ich glaube, wir brauchen noch eine blöde Liane. Und da kannst du auch mal eins rüberpacken, ruhig. Du kannst auch hier mal von den Dingern, brauchen wir jetzt auch alle eigentlich nicht so viele. So. Wir haben ja erstmal, das passt ja alles. Wir brauchen Platz im Inventar. So. So, jetzt haue ich trotzdem nochmal hier gegen den Baum. Und ohne Rinde brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Obwohl, vielleicht für Insekten und so. Kann hier nicht auch mal eine Liane jetzt einfach mal abfallen? Ich will jetzt hier nicht meinen Baumhausbaum kaputt machen. Das ist doch ein Lianenbaum. Der hat doch hier so Zeug dran. Manu! Ich bräuchte eigentlich nämlich auch noch zwei auf jeden Fall. Wegen hier, Wunde und so, vorsichtshalber. Es klingt, es dingt, es piept, es macht. Ein Moment mal, Leute. So, Leute, ich bin wieder da. Jetzt muss ich erst mal gucken. Sorry, ja, ich habe jetzt gerade auch, bevor ich hier auf Esk, ja, komme ich übrigens, Escape, komme ich auch hier in meinen Rucksack rein. Ist mir gerade mal wieder zufällig aufgefallen. Ja, bevor ich das nämlich gedrückt habe, und weil hier vergeht ja dann die Zeit nicht, habe ich natürlich erst mal 5 Minuten telefoniert oder so. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich, alles lief noch hier weiter, Aufnahme und so, ist ja jetzt kein Problem. Und plötzlich denke ich mir, oh Gott, ich muss Escape drücken. Und weil jetzt sind wir wahrscheinlich schon tief in der Nacht. Keine Ahnung, Leute. Egal, ist meine eigene Schuld. Aber ich hatte es halt eben schon erst gehört, so wahrscheinlich ihr dann auch, dass es halt so fiept im Ohr, wisst ihr, diese elektronischen Geräte gedönst. Und dann hat es auch schon vibriert, mein Ding. Und mein Ding hat vibriert. Okay. Wir brauchen eine Liane, haben wir gesagt, ne? Eine wollte ich eigentlich jetzt hier noch finden. Zwei, habe ich gesagt. Genau, eine haben wir jetzt. Komm, gib mir ein. Ich will dich nicht fällen hier. Ich will eine Liane haben. Also, bitte. Danke. So, da ist sie. Wahrscheinlich wird sie bald schon wieder hell. Egal. Ach, wir brauchen gar keine Lianen mehr. Was? Warum bin ich denn da hingegangen dann? Ach, wahrscheinlich, weil ich nur eine wollte wegen meiner Verletzung. Genau, okay. Das heißt, ah, dann haben wir zwei, das passt ja. Dann packen wir die Äste jetzt nochmal in das Lager. Das können wir hier mal durchsuchen machen, weil wir brauchen die ja eigentlich eh nicht mehr. Die können auch zerbrechen dann. Wir haben ja unsere beiden Feuersteine. Nee. Genau. Es hat geklappt. Das hat geklappt. Juhu. Ah, Insekten, okay. Nee. Gut, ja, dann haben wir sie alle jetzt durch. Also beide. Gut. Ich bin immer noch verplant, wie man merkt. Das Telefongespräch hat mich nicht unbedingt wacher gemacht. So. Die darüber. Da ist noch Platz. Ja, genau. Ja, so lassen wir es erstmal. Trinken können wir bei uns gehen. Upsala, irgendwie, warte mal, meine Maus. Oh, badab, badab, badab. Wird es gerade echt schon wieder hell? Ja, oder? Ganze Nacht durchgearbeitet. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, da merkt man schon, dass es irgendwie, dass wir halt einfach langsamer laufen, habe ich das Gefühl. Und da halt die Zeit geht ganz normal um und wir und die Tiere laufen irgendwie alle ein bisschen langsamer und daher geht der Tag auch immer echt schneller um. Weil schaut, wir haben jetzt gut gearbeitet und werden jetzt halt auch erst müde. Gut. Naja, doch, nee, wir sind im Morgengrauen aufgestanden. Also das müsste normalerweise passen. Ja, und jetzt ist wieder Morgengrauen. Die ganze Nacht wird durchgefeiert hier. Essen, trinken, machen wir ein bisschen was. Ja, das brennt hier auch noch so schön. Oh, es ist so schön, Leute. Warum ist es leer? Es muss doch hier voll reingeregnet. Ah, na gut, okay. Hat sich das also auch erstmal erledigt. Was können wir essen? Upsala, jetzt habe ich natürlich auf E gedrückt. Ist ja egal. Komm, wir essen jetzt mal ein paar Schokokekse zur Belohnung des Tages. Die Nachtarbeit. So. Ja, Durst können wir ruhig. Ach komm, nimm doch ein bisschen Schleim zu dir. Super. Haben wir doch jetzt auch hier drin. Schön.
Ja gut, dann geh mal schlafen, würde ich sagen. Ja, jetzt so am Tag, warum nicht? So ein Nickerchen in der Sonne, auch schön. Und genau, den nächsten Tag werden wir dann also, der dann wahrscheinlich auch wieder Spätnachmittag ist, aber ist ja egal. Warte mal, ich mache mal hier so, damit der Tag nicht noch weiter jetzt umgeht. Werden wir unser Baumhaus fertig bauen, beziehungsweise wir werden uns gleich mal eine Schaufel bauen. Ich glaube, dazu brauche ich Eisen. Und genau, dann werden wir vielleicht nochmal ausgraben, die Stecken, und werden noch ein paar fällen, weil wir brauchen ja noch. Und dann ist unser Baumhaus fertig und dann müssten wir, wie gesagt, in der Story, glaube ich, weiterkommen. Halalala. Gut, freuen wir uns auf den nächsten Tag und gehen jetzt schlafen. Gute Nacht.